Ich stehe hier jetzt an einem ganz markanten Punkt des Weserradweges, und zwar am Wasserstraßenkreuz bei Minden. Hier wird der Mittellandkanal, also eine künstliche Wasserstraße, über die Weser hinübergeführt. Ich habe jetzt keine Einzelheiten im Kopf, aber das war damals, als das errichtet wurde, ein enorm aufwendiges und auch fortschrittliches Bauwerk, also ein Teil der Ingenieurskunst.